Hallo, du Kostbare oder du Kostbarer. Schön, dass du da bist. Hey, USA hat eine Umfrage gemacht und die Leute gefragt, was die 10 Dinge sind, die, vor denen sie sich am meisten fürchten. Am obersten war die Angst vor dem Tod. Dann kam die Angst vor dem Fliegen und dann kam die Angst vor der Stille. Und gerade dahinter war die Angst vor Hundespinnen, vor öffentlichem Sprechen. Warum haben wir Menschen solche Angst vor der Stille? Weil die Stille, da sehen wir, was in uns drinnen ist. Und wir haben Angst, dass hier drinnen in uns nichts Wertvolles ist. Und das macht uns Angst. Oder wir Christen, wir haben so hohe Erwartungen, wenn es zum Thema stille Zeit kommt. Wir haben das Gefühl, stille Zeit müsste eine Stunde dauern und das täglich. Das tönt zwar alles schön und gut, aber ist auch ganz schön herausfordernd. Aber weißt du, eigentlich geht es darum, Gott zu begegnen. Es geht um eine Begegnung mit Gott und es geht darum, das in deinen Alltag fließen zu lassen. Und deshalb lass uns doch mal ein mögliches Morgenprogramm oder Morgenritual von dir anschauen. Also der Wecker klingelt, du stehst auf, du gehst zur Toilette, du putzt die Zähne, du duschst dich, du lässt einen Kaffee raus und so weiter, in welcher Reihenfolge das auch immer kommt. Und dann versuch doch mal Dinge bereit zu halten, die du genau in diesen morgendlichen Ablauf, in dieses Morgenritual einbauen kannst. Also zum Beispiel, wenn der Wecker klingelt, bevor da andere Gedanken kommen, hör mal in dich hinein. Vielleicht hast du einen Song auf deinem Herzen. Und vielleicht nimmst du auch nur einen Ausschnitt oder einen Satz von diesem Song und singst ihn in deinem Herzen zu Gott, weil es hilft dir, dich auf das zu fokussieren, was wichtig ist. Und dann stehst du auf, gehst zur Toilette und da hast du vielleicht da Bibelverse bereit und liest einen von diesen Bibelversen. Und während du dann duschst, dann fließt nicht nur das Wasser über dich, sondern du hast bereits diesen Song, diesen Bibelvers und sie fließen miteinander und sie geben dir einen Input. Nachher beim Kaffee hast du vielleicht irgendwelchen Zitatenbuch oder sonst ein stille Zeitbuch, wo du etwas lesen kannst. Und ich habe schon so oft erlebt, dass dann diese Dinge so zusammenfließen und genau den wunden Punkt in meinem Innern treffen, wo ich sonst nicht drauf gekommen wäre. Und es schafft und gibt mir einen Zugang, dass ich dann mein Herz vor Gott ausschütten kann. Und nicht nur das, ich habe bereits eine Zusage, die mir sagt, hey, Gott ist da, er hilft mir, bevor der Alltag mit all diesen Sorgen mich überhaupt überschwemmt. Und dazu lade ich ein. Hey, Gott hat gesagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch Ruhe geben. Und das ist genau das, was die Stille bewirkt. Sie bewirkt Ermutigung, sie bewirkt, dass dein Kopf wieder frei ist für neue Gedanken. Und das wünsche ich dir jeden Tag. Und deshalb lade ich dich ein. Warum tust du nicht einfach mal einen Song ausdrucken und schon mal bereithalten bei deinem Wecker? Oder du druckst ein paar Bibelverse aus oder du sammelst ein paar und du platzierst sie schon mal bei deinem WC, damit du es bereit hast für den nächsten Morgen und dir so den Einstieg erleichtert, wo du ein paar Momente, nur ein paar Augenblicke der Stille nehmen kannst und Gott begegnen. Weil das ist die Quelle, da kommt der Friede her. Ich wünsche dir viele, viele schöne Begegnungen mit diesem Gott im Himmel. Tschüss!